Nach langer Verletzungspause erstmals wieder im Tor des FC Homburg. Das sollte der Mannschaft Sicherheit geben. Auf weiteren 4 Positionen änderte Trainer Uli Sude. Wie immer von Anfang an dabei Fahr. Und die erste Möglichkeit hatte Anatoli Muschinka. Viel tat sich in diesen ersten 45 Minuten nicht. Bis zur 22. Minute kaum Möglichkeiten. Dann setzt sich Fahr durch. Anilobi wird gefault, keine Diskussion, Elfmeter. Der Kroate Nenad Dirlacha ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen, das 1:0. Dirk Winter, Münsters Torwart, wählte die falsche Ecke. Die Gäste hatten nicht eine einzige Möglichkeit und Homburg noch eine gute kurz vor der Pause. Aber Anilobi etwas zu spät gegen Winter. Dennoch, auch der Vorsitzende war sicher mit dem Ergebnis zufrieden. Nach dem Wechsel wurde Münster dann stärker. Die Mannschaft hatte bis dahin auch kaum eine Möglichkeit. Dirk Reinhardt gerade eingewechselt in der 50. Minute an den Pfosten. Und dann eine der schönsten Szenen im ganzen Spiel. Wieder Dirlacha, der später verletzt ausscheiden musste, Arthur Fahr. Und wieder gut reagiert von Dirk Winter. Dann endlich nur noch Möglichkeiten für Münster. Ein Powerplay aufs Tor der Homburger, die in der Abwehr nicht sehr sicher standen. Marco Antwerpen und Eich zeigte, dass er sein Geschäft noch immer beherrscht. Nur noch Konter für Homburg. Dieser in der 89. Minute. Sanel Nuic, 19 Jahre alt, aus der Jugend des FC Homburg, das 2:0. Er war gerade 10 Minuten vorher eingewechselt. 2:0, auch der Endstand durch dieses herrliche Tor. Der Jubel um den jungen Torschützen groß. Die schwerste Aufgabe.